Damit zurück bei Far Lone Sales. Begrüße euch. Und wir stecken fest. Obviously. Und wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie was lösen. Ich denke mal nicht, dass ich mich einfach durchziehen kann, oder? Nee. War hier hinten irgendwas? Ich habe tatsächlich die Übersicht ein bisschen verloren gehabt. Scheint aber auch nicht der Fall zu sein. Ne, da komme ich wieder nur ins Wasser. Alter, was ist denn das überhaupt für ein Riesen... Henriksons and Son. Das begleitet uns ja irgendwie schon die ganze Zeit. Okay, wie kann ich das lösen? Also ich tippe mal nicht, dass da irgendwas sein wird. Nee, da ist auf jeden Fall vorbei. Mit dem Segel werden wir auch nicht vorankommen. Einzige Möglichkeit, die ich gerade sehe, oder die mir jetzt spontan einfällt, da weiß ich aber nicht, ob der Schlauch so lange hält. Kann ich das wegschweißen? Ne, kann ich nicht wegschweißen. Ja, also ich glaube, ich brauche da nicht dagegen fahren, oder? Okay, so geht's also. Mit ordentlich Dampfdruck kriegen wir also auch das gelöst. Sehr schön. Dann, ja, fahren wir entspannt weiter. So, wir nehmen uns schon mal die erste Dings. Die ersten, das erste Kanisterchen. Wobei, das kann ich auch eigentlich entspannt hier rauflegen. Und laufe mit dem Ding rum. So, wunderbar. Wir haben wieder Unwetter. Ja, beim letzten Unwetter war das Endergebnis... ein Wirbelsturm. Kann ich hier einfach aushauen, bis das Unwetter vorbei ist? Würde für mich tatsächlich am meisten Sinn machen. Weil ich mache mir sonst das ganze Teil kaputt. Scheint wohl nicht die Lösung zu sein, dass wir hier einfach warten, bis der Sturm vorbei ist. Na, mal gucken. Oh. Nee, doch. Hagelt weiter. Ja, wir machen es einfach alles kaputt dadurch. Ich denke, das wird die Lösung sein. Dass ich quasi von Dings zu Dings fahre. Und immer alles reparieren muss. Damit wir dadurch den Sturm kommen. So, na gut, dann. Ah, Reparatur. Die erste. Oh. Okay, erste Sache repariert. Das ist repariert. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich den... ob ich das Segel wirklich reparieren muss, weil ich glaube nicht, dass hier wirklich viel...
Wind gerade ist, der günstig für uns wäre. Aber ich will auch nicht, dass das Ding komplett im Eimer ist. Und dass ich das eventuell verliere. Ich weiß halt nicht, wie das hier gesehen wird. Gut, so, auf zum nächsten. So, mit Energie jetzt voran. Zum nächsten Unterschlupf. Ja, Wind ist halt immer noch Gegenwind. Und es brennt schon wieder. Okay, wir haben es immerhin geschafft durch den Sturm durch. Ach, ein Glück. Oh. Gut, Schadensaufnahme. Schadensbericht. Naja. Das meiste hat es überstanden. So, dann müssen wir trotzdem erstmal wieder alles auf Vordermann bringen. Damit wir danach entspannt weiterkommen. Und zu guter Letzt noch unser Segel, was wieder am meisten gelitten hat, natürlich wie immer. Gut, ist ja auch am ungeschütztesten. Geschütztesten. Naja, ihr wisst, was ich sagen will. Und gut, wir schmeißen erstmal, bevor ich das nämlich nachher vergesse, unseren Saugi wieder an. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also hier werde ich auf jeden Fall nicht durchkommen. Wahrscheinlich auch nicht mit Energie. Da werden wir wohl oben lang müssen. Oh. Okay, das ist direkt die nächste. Oh! Krass, okay. Das ist ein Rätsel. Okay, Minenkarren. Also, den müssen wir erstmal nach vorne schieben, damit ich wieder hochkomme. Stopp. So. Was passiert hier? Okay, was passiert hier? Aha, und was... Okay, da komme ich gar nicht hin. Gut, dann testen wir erstmal, was da hinten passiert. Okay, jetzt haben wir erstmal Feuer angeschmissen. Ah, ich habe eine Idee. Okay, dann muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal das da reinfüllen. Ah ja, ich weiß ungefähr, wie es geht. Also ich habe eine, wie gesagt, eine Idee. Wow, das ist jetzt... Das ist schön. Reicht das aus? Wahrscheinlich aufheben. Oder? Nee, das muss da wahrscheinlich rein. Und was passiert, wenn ich jetzt den Knopfski drücke? Ah, jetzt komme ich nach oben. Okay. Dafür brauche ich Energie. Die habe ich aber zum Glück schon in der Hand.
jetzt geht's bergauf. Alter Schwede, ist das eine Konstruktion? Oh. Okay, ich komme zumindest schon mal raus. Sehr gut. Jetzt muss ich noch diese. Boah, ist das Tor weg? Ja, Tor ist offen. Sehr geil. Schön. Auch geschafft. So, dann fahren wir mal ins nächste Gebiet. Ich weiß nicht, ist das eine Fabrik? Ist aber alles offen, ne? Hallo. Okay, jetzt werde ich nach oben gesetzt. Ah, und da geht's dann weiter, alles klar. Auch nochmal so eine Hebebühne. Womit wir dann jetzt also ins nächste Gebiet kommen. Schön, schön, schön. Und Abfahrt. Zack. Und jetzt geht's wieder ab. Halt, halt. Komm. So, entspannte Musik. Anscheinend haben wir jetzt erstmal wieder eine kleine Erholungspause vorm nächsten Rätsel. Da steht er da mit seinem Fass in der Hand, der Kollege. So, Berg. Müssen wir ein bisschen Steam dazugeben. Weiter geht's. Oh Gott. Nein, shit. Oh, doch, hat gerade noch so ausgereicht. Ich klemme immer noch. Oh, es ist aber manchmal echt sehr, sehr schwierig. So, weiter, weiter, weiter. Ich muss über diesen Hügel rüber. Energie! So, wir nehmen es. Nein, 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 nein! 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 Oh, jetzt bin ich auch kurz ein bisschen aufgeregt schon wieder gewesen. Weil er wieder nicht das gemacht hat, was ich wollte. So, hinten wird eingesaugt. Oh, jetzt sind wir im Schneebiom. Oh, wie schön. Oh Gott, die Dinger bringen gar nichts. Einfach nur Lückenfüller. Oh, jetzt brauchen wir sehr viel Energie, glaube ich. Aber wir können uns ja ein bisschen Hilfe holen. So, ich denke, mit dem Segel werden wir deutlich schneller vorankommen. Das können wir hier ganz entspannt schon mal investieren, weil das bringt wieder nichts. So, mal gucken, wie viel so ein Kuscheltier bringt. Das werden wir auch gleich mal mit hinterherhauen. Oh, was ist denn das? Ah, ein Geysir. So, Kuscheltier bringt... Oh, sogar fast eine Hälfte. Cool. Wir haben da oben noch Bücher übrigens rumliegen. Die werden wir jetzt auch nochmal weghauen. Dann sind wir erstmal wieder relativ safe.
So, dann haben wir auch viel weggehauen gerade. Jetzt heißt es erstmal Meter machen. Und mit ein bisschen Glück finden wir vielleicht nochmal ein bisschen was. Oh, ich will nicht auf diese Feuerdinger gehen. Da bist du halt dann wirklich nur noch am Umherrennen. Schöner Schneesturm, den wir hier gerade haben. Na gut, immerhin sammeln wir noch ein bisschen was ein. Yeah, nochmal schön Speed machen, geil. So, weiter, weiter, weiter. Oh, was ist das? Okay, Bahnübergang. Juckt keinen. So, Schiene. Oh, okay, ich glaube, wir bleiben stehen. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Okay, dann müssen wir uns mal ganz kurz sortieren jetzt erstmal. Also, du bleibst erstmal noch da. Hm. Ja, wie gesagt, die Dinger sind nicht mein Favorite. Das sammeln wir ein, wenn wir losfahren. Okay, so, was haben wir hier? Ist hier irgendwas? Okay, hier liegt ein LKW. Ah, guck mal, da oben müssen wir hin. Boah, wie komme ich denn da hin? Okay. Kann ich mich irgendwie drehen oder so? Also es macht wahrscheinlich Sinn, dass die Segel aufgeklappt sind. Jedes Mal, dass die Kette noch stehen muss. Na, Kette? So. Okay, jetzt kann ich aber da nichts machen, ne? Oh, das ist ja fies. So, hier hinten passiert auch nichts, ne? Ne, hier ist vorbei. Also ich muss da oben irgendwas bedienen. Das ist mir klar. Aber wie komme ich da oben hin? So, und der LKW ist im Weg. Der muss irgendwie weg. Okay, den können wir aber entspannt wegschieben. Ach, und dann müsste auch das ganze Ding hier wieder runterkommen, ne? Ja. Ja. Macht tatsächlich am meisten Sinn. Na? So, dann. Hier ist irgendein Fehler. Komm mal mit. So. Wir können ja reparieren. Oh Mann. Dann werden wir doch einfach mal hier ein bisschen unterstützen. So, ich hoffe, das hält. Hallo? Hallo? Warum gehst denn du nicht? Ja, das ist klar, dass das kaputt ist. Ich muss das doch reparieren können. Mann. Okay,
Okay, also so kann ich es auf jeden Fall nicht reparieren. Das schaffe ich auch nicht, oder? Das ist ja fies. Das Ding rechts muss auf jeden Fall runter. Okay, da, und da sieht es so aus, als wenn da Wasser... Ah, okay, da muss Wasser hin. Ah, alles klar. Okay, wir probieren es mal. Okay, muss ich mal ganz kurz Energie geben. So. Jetzt müsste ich ja da hinkommen, oder? Genau. So, wie kriege ich denn das jetzt runter? Okay, das hängt fest. Also ich muss da auf jeden Fall Wasser hinkriegen, aber wie kriege ich denn da jetzt Wasser hin? Ich kann ja da nicht umherlaufen die ganze Zeit, oder? Ich meine, das wäre jetzt die andere Alternative, dass ich auf dem Rad einfach selber umherlaufe wieder. Ausreicht vom Platz her. So, dann springe ich jetzt da drauf, oder was? Geht auch nicht. Das muss aber gehen. Okay, das geht nicht. So, hier komme ich nicht durch. Oh, das ist ja fies. Das ist ja gemein. Ja, aber wie kriege ich denn jetzt Wasser da drauf? Ach, na klar kriege ich... ja. Easy kriege ich Wasser drauf, indem ich einfach den Feuerlöscher nehme. Ja. So. Jetzt ist da Wasser drauf. So. Jetzt geht das auf. Okay, sorry. Da stand ich ein bisschen auf dem Wasserschlauch. Und jetzt kann... Oh, kann ich das... daran knippern. Dann tippe ich einfach mal, komme ich da nicht mehr ran. So, jetzt geht's wieder hoch. Jetzt sehe ich nichts. Und jetzt müsste alles wieder funktionieren. Herrlich. Dann haben wir das Rätsel heute ja doch noch gelöst. Bedanke ich mich und sage bis morgen bei Far Lone Sales, wenn es dann weitergeht. Haut rein.